Um ein Foto in ein Bild umzuwandeln, gehst du auf die Ebene des Fotos, duplizierst die, klickst du auf den N, gehst du weit nach unten und nimmst Dividieren. Dann wird es quasi weiß. Der Zauber passiert, wenn man auf den Zauberstab klickt, auf Gaußschen und Schärfe und dann nach rechts ziehen. Du siehst, je mehr ich nach rechts schiebe, desto mehr kriege ich das Bild zurück. Aber ich möchte wirklich nur die Konturen haben, dass es wirklich eine Zeichnung wird. Und ich gehe wirklich mit eher weniger Linie, aber dafür scharf, weil ich dann das Ganze kopiere und dann einfügen. Dann habe ich quasi diese neue Ebene, ohne, weil das wäre die Kombination aus den zwei, dann brauche ich die nicht mehr. Und da habe ich eben die Zeichnung und darunter das Foto. Die Zeichnung mache ich schwarz-weiß, dafür gehe ich auf den Zauberstab, Farbton, Sättigung und nehme ich die Farbe raus. Nachher gehe ich wieder auf den Zauberstab unter Kurven und ich erhöhe quasi den Kontrast, dass die Striche dunkler werden. Diese feine Haut, diese Linie, die man sieht, kannst du entweder mit der Radiergummi löschen oder mit dem Wischfinger, mit dem Gouache, nimmst du eher ein kleines und dann guckst du, dass du von dem Weiß über das Grau gehst. Nicht umgekehrt, sonst verteilst du, oder wenn du ein bisschen dunklere Grau möchtest, kannst du es so machen. Wenn du möchtest, quasi hier Schatten, kannst du das Grau nehmen und wenn du Weiß möchtest, guck, dass dein Stift vom Weiß zu Grau gehst. Wenn du Grau willst, dann gehst du auf den Grau und schmierst du ein bisschen so rum. Wenn ich das nicht will, dann nehme ich das Weiß. Wenn ich das will, nehme ich das Grau. Weiß in Grau verschwindet, aber ein bisschen kann man vielleicht lassen. Schau, wie viel du weg haben möchtest und wie viel es bleiben soll. Und vergiss nie, zurück zu gehen, um zu sehen, was du wirklich machst. So geht es sehr schnell, ein Foto in eine Zeichnung umzuwandeln.